Und jetzt geht's los. Wir blicken kurz auf die Anfangsformation von Feyenoord Rotterdam. Sie suchen die Lücke, Nebenleute bieten sich gut an. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Super durchgesetzt. Ist das die Führung? Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Könnte die Führung werden. Er trifft und damit bringt er sie hier früh in Führung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da kommt der Schuss. Der ist noch heiß. Angriff damit also beendet. Klasse Aktion. Was für eine Chance. Riesenchance. Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Die Mitspieler bieten sich an. Den Ball holt er gut verteidigt. Schönes Pressing jetzt. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Er passt auf. Die Fans werden laut. Das könnte eine Schusschance sein. Wichtiges Tackling hier. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ah, das kann er natürlich besser. Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Zwei-Null steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Eine Minute gibt's obendrauf. Bart Nieuwkoop. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Jetzt könnte der Pass kommen. Das könnte es sein.
Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Nochmal. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Letzter Mann, ja. Das sieht mir ganz nach Platzverweis aus. Das ist natürlich rot, da müssen wir gar nicht lang drüber diskutieren. Macht die Schiedsrichterin alles richtig? Kann sie nicht durchgehen lassen, das ist eine Notbremse, völlig klar. Sie wechseln. Schön geklärt. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten Sie noch ein Tor nachlegen. Die Ecke kommt. Erstmal geklärt. Da ist er alleine durch. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Gleich wird hier ausgewechselt. So, Ecke kommt. An die Latte. Gefährlich. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und damit war es das erstmal da hinten. Gornadüat. Die Gastgeber geben hier aktuell eindeutig den Ton an, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik anschauen. Und sie schaffen es ja auch immer wieder, zu Torchancen zu kommen. Also der Ausgleich liegt in der Luft. Aber das ist jetzt die Chance. Da passt der klasse auf. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Gute Aktion. Vielleicht der Ausgleich. Das Wort aufgeben kennen Sie nicht. Ausgleich. Da sind sie wieder mittendrin in diesem Spiel. Und das zu 10. Was für eine Leistung. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Angriff kommt. Können sie sich hier doch noch den Sieg holen? So, was machen Sie draus? Und das Tor, Sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein.
War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Eine Minute noch. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Jetzt die Hereingabe. Sie bleiben weiter knapp vorne. Kein Tor. Boah, was für eine Parade. Und da ärgern Sie sich. Die Niederlage wird immer wahrscheinlicher. Das könnte jetzt nochmal die Chance auf den Ausgleich geben. Ecke ins Zentrum. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Wir haben den Schlusspfiff, Buschi, und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Sauer über diesen Platzverweis, der aus ihrer Sicht keiner war. Aber ich finde, wenn sie nachher die Fernsehbilder sehen, müssen sie ihre Meinung ändern. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Wem sie heute diesen Sieg zu verdanken haben, ist klar. Später Siegtreffer, das war super gemacht, bärenstark. Weiß die Mannschaft natürlich auch, wer hier heute der ausschlaggebende Faktor war.